habe euch in einem anderen Tutorial einiges über die Blue Note und den Blues erzählt. Und jetzt spielt ihr vielleicht diese Noten und denkt euch, ja, schön, Herr Fiebig, ich spiele die Noten, aber irgendwie bluesig klingt das jetzt nicht. Und es hat dann vermutlich einen relativ einfachen Grund. Ihr spielt artig diese Noten und denkt, das pure Vorkommen dieser Noten hätte irgendeine Auswirkung auf das Flair, auf euer Bluesgefühl, aber dazu gehört eben noch ein bisschen was anderes. Und das kann man sehr, sehr gut daran dokumentieren, dass es Millionen von Gitarristen gibt, die eigentlich immer das Gleiche spielen und trotzdem klingt das immer anders. Genauso ist es bei den Saxophonisten, bei den Pianisten. Man hat immer das Gefühl, Eric Clapton zum Beispiel klingt einfach wie Eric Clapton. Und wenn Sonny Rollins den Blues spielt, dann sagt man, wow, das muss Sonny Rollins sein. Das heißt, das pure Abspielen von Blue Notes und bluesigen Melodien macht noch nicht den Blues, sondern ihr macht den Blues. Wie spielt man den Blues? Das ist leicht gesagt, aber ein langer Weg, um ihn tatsächlich umzusetzen. Ihr spielt den Blues, indem ihr die einzelnen Noten überhaupt erstmal in ihrer Wirkung kennenlernt. Ähnlich einem Gewürzregal, ihr steht davor und sagt euch, ach, das komische rote Zeug da oben, ich mach mal ein bisschen was an meine Spaghetti, ne? Danach habt ihr 10 Minuten kein Gefühl mehr im Mund und stellt fest, das muss Chili gewesen sein. So ist es auch beim Musizieren. Ja, ihr spielt euer Instrument, ihr spielt das Saxophon und merkt, oh, diese eine Note, das hat Wirkung. Jetzt ist die Frage, gebe ich einen Akzent darauf? Wann mache ich eine Pause? Arbeitet immer mit den einzelnen Tönen in Verbindung mit 2, 3 weiteren. Beispiel. Ich habe meine D-Blues-Tonleiter. Und ich gebe den Akzent richtig auf diese Blue Note. Und dann ziehe ich sie an. Gleichzeitig gebe ich ein bisschen Vibrato drauf. Spiele oben entspannt die Quinte und ihr merkt jetzt schon, ah, Moment, das sind ganz viele unterschiedliche Elemente, die den persönlichen Ausdruck definieren. Dazu gibt's andere Tutorials von mir. Wichtig ist nur, ihr braucht beim Blues viel weniger Töne als zum Beispiel im Jazz. Man braucht im Jazz übrigens auch nicht zwangsläufig viele Töne, das ist auch klar. Aber beim Blues ist es wichtig, erstmal ganz systematisch in Ruhe aufzubauen. Groove ist auch wichtig. Wo kommen die Töne hin? Ist was anderes als zum Beispiel. Ja, es gibt eine unglaubliche Vielfalt, mit den immer gleichen Tönen umzugehen. Und das ist am Blues und an der Blues-Tonleiter und an diesem ganzen musikalischen Stil ja so faszinierend. Growling, Vibrato, Härte des Anstoßes. Fangt an, diesen Weg für euch zu entwickeln und habt keine Scheu, auch die merkwürdigsten Dinge auszuprobieren. Genau dann entsteht erst der Blues. Viel Spaß!